Noch ein Spiel bis zur wohlverdienten Winterpause. Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der FC Augsburg die Borussia aus Mönchengladbach. Die letzte große Hürde im Jahr 2014. Und dann können wir endgültige Bilanz ziehen. Wichtig wäre es, nochmal eben zu punkten. Aber egal, was passiert, ich glaube, mit 27 Punkten wäre es ein sehr, sehr gutes Halbjahr gewesen. Mit 24 Punkten ist es nur noch ein sehr gutes. Und im letzten Jahr in der Rückrunde haben wir 28 Punkte geholt. Ich glaube, der FC Augsburg ist in der Jahrestabelle auf Platz 5 oder auf 6. Und da kann sich jeder eigentlich nur zwicken, weil wir sehr, sehr gute Konkurrenz haben. Gladbach gehört auf jeden Fall dazu. Die Fohlen haben eine hochtalentierte Mannschaft und stehen in der Liga auf Platz 3. Einen großen Anteil daran hat Ex-FCA-Spieler André Hahn. Ja, ich freue mich, ihn wieder zu sehen morgen. Hat natürlich eine super Entwicklung gemacht. Wie gesagt, aber morgen ist es mal kurz vorbei und wollen wir die Punkte hier behalten. Aber es ist natürlich schön zu sehen, alte Kollegen, dass sie da in Gladbach auch gut spielt. Und wie gesagt, hoffentlich macht ihr morgen, wenn er spielt, ein weniger gutes Spiel. Können wir dafür die Punkte hier halten. André ist so gut erzogen, der weiß, was sich gehört. Und er weiß auch, dass sich nicht gehört, da morgen überragend zu spielen, sondern dass er durchschnittliche Leistung reicht. Nee, ist klar, dass er hochmotiviert sein wird. Wir wissen aber, wie er spielt und Baba hat es mit Fürth schon sehr gut gegen ihn gemacht, als wir vor 2 Jahren gegeneinander da gespielt haben. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir ihn in den Griff bekommen, dass wir Gladbach in den Griff bekommen, dass wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen. Das wird entscheidend sein. Ein Sieg gegen Gladbach ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Denn nach zuletzt 2 Pleiten drohen auch noch weitere verletzungsbedingte Ausfälle. Bei Tobi Werner ist klar, dass er am Dienstag schon gefehlt hat, dass wir da schauen müssen und bis zum Schluss schauen werden, ob er einsatzfähig ist. Bei Jan Ingwer ist es so, Karlsenbracker, dass er Grippe gehabt hat und nicht nur Erkältung. Und man sagt ja immer schnell, das ist eine Grippe, sondern er war richtig, richtig krank. Da müssen wir schauen, wie er sich fühlt, ob er einsatzfähig ist. Bei Hong ist es so, dass er einen Schlag auf seine alte Mittelfußverletzung bekommen hat und heute nicht trainiert hat. Von daher müssen wir schauen, ob er morgen zur Verfügung steht. Und bei Niko Čurčić ist es auch so, dass er muskulär Probleme hat und Fragezeichen hat. Verletzungen hin oder her. Ein Punkt gegen Mönchengladbach würde dem FCA reichen, um die beste Bundesliga-Hinrunde der Clubgeschichte hinzulegen.